Mein Führer, ich melde 52.000 Arbeitsmänner zum Appell angetreten. Heil, Arbeitsmänner! Heil, mein Führer! Warten! Immer! Warten! Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pommern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von der Waterkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau. Vom Rhein. Und von der Saar! Ein Volk! Ein Führer! Ein Reich! Deutschland! Heute gemeinsam am Werk! Im Ruhr! Und wir im Bruch! Im Bruch! Und wir im Sand! Im Sand! Wir deichen die Nordsee! Gott, lange Hans! Wir pflanzen Bäume! Rauschende Wälder. Wir bauen Straßen. Von Dorf zu Dorf. Von Stadt zu Stadt. Wir schaffen dem Bauern neuen Acker. Wälder und Wälder. Acker und Brot. Für standen nicht im Schützengraben und nicht im Trommelfeuer der Granaten und sind trotzdem Soldaten mit unseren Hämmern, Äxten, Schaufeln, Hacken, Spaten. Wir sind des Reiches junge Mannschaft. Wie einst bei Langemarkt. Bei Tannenberg. Vor Lüttich. An der Flamme, an der Düne, in Flandern, im Westen, im Osten, im Süden, zu Lande, zu Wasser und in den Wolken. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen! Ihr seid nicht tot! Ihr lebt in Deutschland! Meine Arbeitsdienstmänner, zum ersten Mal seid ihr in dieser Form zum Appell von mir und damit vor dem ganzen deutschen Volke angetreten. Ihr repräsentiert eine große Idee. Und wir wissen, dass für Millionen unserer Volksgenossen die Arbeit nicht mehr ein trennender Begriff sein wird, sondern ein alle gemeinsam verbindender. Und dass insbesondere keiner mehr dann in Deutschland leben wird, der in der Arbeit der Faust
Minderes sehen wird als in irgendeiner anderen Arbeit. Durch eure Schule wird die ganze Nation gehen. Die Zeit wird kommen, da kein Deutscher hineinwachsen kann in die Gemeinschaft dieses Volkes, der nicht erst durch eure Gemeinschaft gegangen ist. Und ihr werdet wissen, in diesem Augenblick sehen euch nicht die Augen der Hunderttausende in Nürnberg, sondern in dem Augenblick sieht euch zum ersten Mal Deutschland. Und ich weiß, so wie ihr in stolzer Ergebenheit diesem Deutschland Dienst tut, wird heute Deutschland in stolzer Freude seine Söhne in euch marschieren sehen.